Bauri auf Sendung, der Podcast. So, klemmen wir das noch hier an den Bart. Und dann nehme ich euch heute einfach ein kleines bisschen beim Pool sauber machen mit. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe noch keinen Podcast für morgen aufgenommen, weil ich diese Woche tollen Besuch hatte, mit dem ich mich erstmal um andere Sachen gekümmert habe, als um das Übliche. Ja. Und ich möchte heute, weil es offensichtlich doch die meisten von euch interessiert, einfach mal so ein bisschen erzählen, was denn bei mir gerade eigentlich so Sache ist. Und mich hatte das Thema halt eigentlich am wenigsten interessiert, als ich gefragt habe, worüber ihr denn gerne einen Podcast von mir hören wollt. Und aber ich kann das dann halt schon nachvollziehen, dass euch das interessiert. Und deswegen machen wir das dann halt einfach mal. Und weil ich jetzt hier gerade weiß, dass ich hier auf jeden Fall noch ein Weilchen mit Saugen beschäftigt bin, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal die Kamera an und erzähle einfach so ein bisschen, was mir schon im Kopf geht. Guck, da hat sich schon wieder Dreck gesetzt, ey, das ist nicht mal normal. So scheiße Sahara-Staub, ne? Das ist nicht mehr normal, ey. Ja, so, ist wieder weg. Ja. Also im Moment seht ihr, dass ich scheiße Sahara-Staub wegmache. Aus dem Pool raus. Der landet hier natürlich bei solchen Regenfällen dann immer überall. Und es hat noch nicht mal viel geregnet, aber es hat halt eben diese Wolke abgeregnet. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Oder lass es 20 gewesen sein, vielleicht, wenn überhaupt. Und dann war es schon wieder vorbei. Und danach war aber alles dann hier so, ne, sieht die ganze Insel immer aus, als hätte sie an einer sehr spaßigen Rallye teilgenommen. Alle Autos sehen so aus, aber nicht nur die Autos. Alles ist dann halt eben von braunem Staub bedeckt, der zum Glück nicht irgendwie fettig ist oder sonst irgendwas, sodass der normalerweise beim nächsten Regen auch wieder abgeht. Und dann ist es nicht ganz so schlimm. Ja, und warum mache ich das? Ich bin hier gerade bei Freunden. Ich bin eigentlich schon, oh, das sind jetzt bestimmt schon 6 Wochen, 7 vielleicht sogar, die ich jetzt hier bin. Und ich bin eigentlich nur mal zu Besuch hierher gekommen. Und irgendwie hat sich noch nicht wirklich ergeben, dass ich weiterfahre. Weil das irgendwie passt hier. Es ist einfach, ich kenne Martha und Rüdiger halt eben auch schon eine gute Weile und halt eben auch persönlich. Und die waren damals irgendwie schon auch mit der Sache mit der Bäckerfinka involviert. Der Alex, der Sohn von denen, das war der, wo ich, nachdem ich das erste Mal von der Bäckerfinka weggegangen bin, im Garten auf dem Boot gewohnt habe, wisst ihr noch? Und war nicht zu viel aufwirbeln. Das war schon wieder zu niedrig hier. So. Und irgendwie hat sich das im Moment halt einfach. Ich kann mich hier zwischendurch nützlich machen, indem ich zum Beispiel den Pool sauber mache oder im Garten was mithelfe oder keine Ahnung, was halt so gerade anfällt, ne, wo man sich nützlich machen kann. Und fühle mich sehr wohl hier.
habe hier halt eben auch den tollen Vorteil, dass ich den Strom anschließen kann ans Auto. Und war halt eben auch jetzt dann deswegen halt auch so viel jetzt nochmal am Computer machen konnte, safe und bla. Weil mir nämlich meine Batterie leider irgendwie kaputt gegangen ist. Ich schätze mal, da ist irgendwie eine Sicherung durch. Da muss ich demnächst mal meinen Freund Gregor bitten, ob er sich das nochmal angucken mag da. Und dass die Steckdosen aus meiner Bluetti-Box, dass auch wieder Strom rauskommt. Ich kann meine Handys noch dran aufladen. Die 12 Volt Anschlüsse, die funktionieren noch. Aber die 220 Volt Anschlüsse nicht. Ja, und dann habe ich halt, ja, ich habe ja hier auf Mallorca immer dieses bescheuerte Problem gehabt, dass ich irgendwie keine, als Tätowierer einfach keine Aufträge bekomme. So, ne? Weil wenn hier wer ein Tattoo will und ja, hier gibt's A, einfach genügend Tattoo-Studios, die man auch findet, wenn man nicht danach fragt. Aber selbst wenn jemanden fragt, ob man einen guten Tätowierer kennt, ja, da kommt halt irgendwie keiner drauf, den Bauchi zu nennen, weil keiner weiß, wo der ist überhaupt und keine Ahnung, ne? Ist halt immer irgendwie ein bisschen doof. Und dann habe ich aber halt eben auch gedacht, das ist ja aber auch komisch, dass das jetzt schon irgendwie so 11 Jahre so geht. Und ich tatsächlich mich auch erinnere, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte eigentlich vom Tätowieren, vor allen Dingen als einziger Einnahmequelle, mal gerne weg. Dann habe ich auch angefangen, Bücher zu schreiben und so, ne, und zu veröffentlichen. Und da ist ja auch schon mal zwischendurch was reingekommen. Oder kommt auch zwischendurch irgendwie immer noch was rein. Ist auch nicht viel, aber also leben kann ich da definitiv nicht von. Ja, und ich habe ja aber immer an meiner Malerei gearbeitet, so, und habe da tatsächlich 10 Jahre jetzt reingesteckt, meinen Stil zu entwickeln und den zu verfeinern und die Wände sind auch voll krass einfach. Ja, und da war das irgendwie auch so vor einem halben Jahr irgendwann so, dass ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so krass, jetzt, so nach 10 Jahren, wo du daran arbeitest und darum rumschlumpfst und das dann auch noch mal mit dem iPad auf einen anderen Level gehoben hast und so, bist du da, wo du vor 10 Jahren hin wolltest. Und 3 Tage später meldet sich Christine bei mir und sagt, Bauch, ich will, dass du ein Bild malst für mein Business. Und dann hat die mir da einfach 500 Euro für überwiesen. Dann habe ich mir richtig Zeit genommen. 2 Wochen Zeit habe ich mir genommen, um mir darüber klar zu werden, was genau ich denn eigentlich malen will, weil ihre Vorgaben nicht wirklich konkret waren. Also ich habe das Motiv musste ich selber halt mir aus der Birne drücken. Na, aber ich wusste halt, was sie ausdrückt, was sie zeigen will. Und dann habe ich halt dieses Bild gemalt. Vielleicht kann ich es hier kurz mal einblenden. Vielleicht schaffe ich das. Kann ich immer so einen Ausschlag gerade machen. Entschuldigung. Aber dann finde ich es leichter wieder, wo ich das dann einblende, wenn ich nachher dran denke. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. nicht so schnell bewegen, Alter. Es wirbelt alles auf. Oh, schön vorsichtig. Mit Gefühl. Ja, so. Ne? Dann geht das. Ja, und dann bin ich halt jetzt, ne, ich habe dann natürlich ja in Deutschland dann erstmal auch noch wieder vor allen Dingen mit Tätowieren dafür gesorgt, dass ich das, was ich so brauche, zusammenbekomme. Und seitdem ich auf Mallorca bin, ist das schon wieder quasi irgendwie absolute Flaute. Und ich sehe sowas ja immer als, ne, ich stelle mir nicht die Frage, warum ist das so, sondern wofür ist das gut? Und irgendwie bin ich dann jetzt so dann auf den Trichter gekommen, dass ich hier als Tätowierer einfach nicht Fuß fassen sollte, weil wenn ich das getan hätte, dann hätte ich nie die Zeit gehabt
und nie das Ding gehabt, dann wären diese ganzen anderen Sachen nicht passiert. Ne, dazu war ich ja genötigt dadurch, dann wirklich auch wieder noch mich mit dem Buchschreiben zu beschäftigen und Bilder zu malen, meinen Style auszuarbeiten und so Scheiß alles. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch ein Haufen Arbeit. Das ist nicht einfach mal so gemacht. Sowas macht man nicht mal eben. Ja, das ist auch, ne, das, was ich jetzt anbieten kann, das hat für mich halt eben auch Hand und Fuß. Das ist was, wo ich sage, hey, jetzt kann ich ein Angebot machen. Jetzt kann ich dir genau zeigen, was ich bieten kann und kann dein Motiv in dem Stil umsetzen. Und wenn dir das gefällt, kann ich das für dich machen. Und was das angeht, passieren hier tatsächlich gerade auch etliche Dinge. Ja, wir sind letztens in einem Etablissement gewesen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich jetzt gerade was Negatives im Begriff bin zu sagen, was aber gar nicht so gemeint ist. Aber die hatten ein Logo, wo ich gesagt habe, so Alter, hey, sowas kann man doch nicht abgeben. Das kann man, ne, ich keine Ahnung, wenn der Besitzer das selbst gemacht hat oder so, dann würde ich ja sagen, ja gut, super, ne, aber das ist einfach, sieht nicht professionell aus. Ich war mit der Yvonne vorgestern Abend noch in einem anderen Restaurant, wo wir dann eine Karte gesehen haben, wo ich gesagt habe, guck, das ist professionell, das sieht rund aus, das sieht fertig aus. Und das Logo, um das es bei mir jetzt gerade geht, das ist jetzt zum Beispiel, ist einfach was, wo ich sage so, ey, das ist eine schöne Komposition, das ist eigentlich schön gedacht, aber es ist einfach nicht zu Ende geführt. Es ist so, als hätte ich die Skizze da vor mir liegen. Und das ist nicht rund, das ist nicht fertig. Sieht irgendwie, ja, so, das ist die Idee. Als hätte jemand eine Idee gegeben und verkauft und sich dann verkniffen, das Original zu bauen. Also sagen wir mal, ich habe jemandem eine Skizze von einem Bild geliefert und dem hat die so gut gefallen, dass er sie verwendet hat. Und ich bin vielleicht ja noch nicht mal dazu gekommen. Also ich kenne die Geschichte dieses Logos nicht. Ich habe halt nur gemerkt, dass mich das an dem Abend schon die ganze Zeit irgendwie gekitzelt und gefuchst hat. Und ich dann dementsprechend dann auch danach nicht die Nase davon lassen konnte. Und dann bin ich vorgestern einfach mal in den Laden rein und habe gefragt, ob ich das Logo mal fotografieren darf. Und hat mir dann erzählt, dass mich das nervt. Auch direkt dem Chef von dem Laden. Aber der meint, ja, hier, mach mal Foto, ja, also der hatte da gar nichts gegen. Vielleicht ist er, ja, und dann habe ich auch noch gesagt, so, wir haben gemeinsame Freunde. Ich sagte, gebe ich das der Martha einfach mit, wenn ich das fertig habe. Und das ist nur so ein Beispiel. Ich habe hier tatsächlich auch ein anderes Bild schon in Auftrag bekommen, schon vor 2 Monaten, was ich gemalt habe und auch bezahlt bekommen habe. Und ja, so, das, so, da passiert gerade tatsächlich was. Ja, die Bild-Zeitung war schon da und hat da haben wir einen Artikel gemacht über den Pornobauch hier, weil ich ja halt eben auch diese Sektion mit den nicht jugendfreien Bildern habe. Ah, okay, ich habe irgendwas rausgefunden. Daran lag, dass das der 5. Podcast, also der von vorletzter Woche, gestrikt worden ist. Ich habe den Link, den Bit.ly-Link zu meinem Telegram-Kanal mit den Pornobildchen auf YouTube in die Beschreibung gesetzt und das ist gestrikt worden und dafür habe ich eine Woche Upload-Sperre bekommen und das Video, deswegen konnte ich das dann danach wieder hochladen. Gut, dass ich das jetzt auch begriffen habe. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Boden weggesaugt und jetzt ist da alles milchig. Oder das muss man doch wieder setzen lassen. Ganz schnell nochmal dran. Das war ein Schaß. Aber alles bis hier oben. Eine Wolke. Ja, das müssen wir jetzt erst nochmal wieder setzen lassen. Ja.
Ich sag mal gerade Bescheid. Warte mal kurz, dann nehme ich euch gleich wieder mit raus. Rüdiger, Boden ist sauber. Dafür habe ich jetzt eine fette Wolke hinten drin. Den muss ich erstmal wieder setzen. Nur, dass du Bescheid weißt. Dass du... Fuck, das habe ich nicht beobachtet. Das kann sein, dass der. Da müssen wir erst einen Filter sauber machen, ne? Ja, nur, dass du Bescheid weißt, dass wir erstmal die Pumpe wieder ausmachen können. Ich setze mich noch mal in die Hängematte und quatsch noch zu Ende. Ach so, ja. Ihr seid im Podcast. Ja. Ach, ja, der Filter ist wahrscheinlich, das ist es wahrscheinlich. Dann ist das hinten, kommt das nämlich schon aus den Düsen dreckig wieder raus. Dann muss man erst den Filter sauber machen. Gut, dann nehme ich euch mal hier, ne, hier, damit ihr seht, wovon ich rede. Hier kann man noch alles, ne, dingsen und da kann man gar nichts mehr dingsen. Da ist einfach nur noch Nebel. Naja, haben Zeit. Ach, mein Sangria liegt noch da rum. Na, holen wir den jetzt noch raus und nehmen den mit. Warte mal, bevor ich das jetzt hier mit dem Handy in der Hand, geben wir dem einen Stups, sonst fliege ich nämlich da rein mit dem Handy. Und schon wieder so viele tote Wespen hier. Die wollten eigentlich nur trinken. Und dann ersaufen die. Ja. Ja, also, ne, es geht halt weiter mit meiner Malerei und irgendwie scheint da gerade was zu passieren. Jetzt habe ich halt im Moment so eine Durststrecke gerade noch irgendwie, die ich irgendwie hinter mich bringen muss, wo ich jetzt gerade einfach, ja, im Moment habe ich einfach mal wieder quasi gar nichts. Und ich muss aber unbedingt nächste Woche es irgendwie schaffen, den Struppes gegen Leishmaniose impfen zu lassen. Ach, das ist halt einfach doof hier, ne? Wir haben halt einfach 60% aller Hunde auf der Insel haben Leishmaniose. Und ich möchte das eigentlich nicht gerne, wenn ich das irgendwie vermeiden kann, würde ich es gerne vermeiden, dass der Struppi das auch bekommt. Wenn die das in der leichten Form haben, dann ist das nicht so schlimm. Dann kriegen die eigentlich eine Pille in der Woche und dann ist das, dann geht das weiter. Aber wenn die das in der schweren Variante bekommen, dann kannst du denen jeden Tag 3 Pillen geben und die leiden trotzdem drunter. Und das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Ja, einen Friseurtermin haben wir auch am Montag schon für den Futz. Weil ich den auf jeden Fall einmal, wir haben das letztens mal selber gemacht und da sah noch viel zerstrubter aus, nur ohne Fell. Aber das Problem sind hier halt die ganze Zeit diese Kletten, die der dann da im Fell hat. Und man kriegt es halt einfach beschissen raus, weil das Fell von dem, das ist halt so ein Pudelfell, ne? Das schlingt sich dann noch so richtig schön um die Kletten rum. Und es ist halt für den Hund. Für mich ist es einfach eine doofe Popelei, aber für den ist es echt unangenehm. Ja, also werde ich schauen, dass ich nächste Woche es irgendwie schaffe, sowohl den Friseurtermin als auch den Impftermin klar zu machen. Also abzuhaken. Ja, und so habe ich hier quasi immer so meine Wochenquests, die sich dann halt irgendwie ergeben. Manche stehen schon viel zu lange an, wie zum Beispiel das mit dem Hund, mit der Impfung vor allen Dingen. Ja, aber ich habe einfach die Kohle nicht gehabt. Ich konnte das einfach nicht machen. Das ging einfach nicht. Und so, das ist aber für mich so, dass ich sage, so, muss aber jetzt. Irgendwoher werde ich das hinbekommen. Und ich muss auch noch irgendwie gucken, dass ich 100 Euro auf mein Konto überwiesen bekomme, bis Ende des Monats, damit ich meine Versicherung bezahlen kann. Also ihr seht, das sind relativ überschaubare Probleme. Ich muss es irgendwie halt hinbekommen, aber wenn ich es angehe, bin ich es gewohnt, es auch irgendwie hinzubekommen. Irgendwer ist immer da, der entweder gerade einen Euro übrig hat oder was von mir designt haben will oder sonst irgendwas. Ja, ne?
Also das ist dann jetzt wieder so eine Sache, wo ich euch sagen kann, so was machst du gerade, wie sieht es aktuell bei dir aus? Ist halt eben gerade mit so einer Situation endlich mal auch irgendwie zurechtgekommen zu kommen, ohne dabei in Stress zu geraten. Hallo Bobbele, kommst du mich heute besuchen? Das ist das Bobbele, das ist hier auch ein Pflegehündchen, der hier immer wieder mal ist, wenn der Papa gerade keine Zeit hat, ne, und dann nach Deutschland muss oder so. Und dann ist das Bobbele hier mit dem Struppele und dem Lilale. Und die drei, die sind eine ziemlich coole Hundegang, ne? Ihr seid schon ein bekloppter Haufen auch, ne? Das weißt du schon, ne? Ja. Ist hier schon klar. Auch. Gesundheit. Nochmal. Also ich hab's dir gesehen, ich hab's dir angesehen. Da kommt noch einer, oder? Ja, das war meiner. Alles klar. Gut. Husten. Ja. So, und wie gesagt, so die Bild-Zeitung war schon da. Da hatte ich eben noch, also, ja, dann haben wir einen Artikel, das ist schon ein paar Wochen jetzt her. Und dann ist er letztendlich noch nicht gebracht worden, weil andere Sachen dann gerade wichtiger waren. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass es das dann demnächst mal irgendwie was gibt. Und wenn nicht, pff, ne, was soll das? Aber wäre natürlich schön. Wäre natürlich schön, einen Bildartikel über den Pornobauch hier lesen zu können. Ja, und ich habe halt eben, ich hatte so die Idee, Kontakte in die Swinger-Szene hier auf Mallorca zu knüpfen. Und das ergibt sich gerade auch irgendwie. Das ist auch sehr interessant. Sehr cool, weil wenn ich auf deren Partys meine Bilder aufhängen darf, dann werden die mit Sicherheit auffallen. Und ich denke mal, da werde ich wahrscheinlich auch am leichtesten Liebhaber für meine Kunst finden. Das ist halt, ich kann halt diese Sachen nun mal einfach nicht in irgendeine Galerie geben. Das ist aber das, was ich parallel gerade auch mache. Nämlich die nicht pornografischen Sachen, ich mache ja auch noch andere Sachen, die nichts mit Sex zu tun haben, die eben in die Galerien zu bringen. Und da habe ich jetzt schon von ein paar Leuten so ein paar Tipps bekommen, wo ich mich mal melden soll. Aber da fehlt mir halt gerade auch noch, ich muss da auch noch so ein kleines bisschen abwarten, dass ich noch Startkapital da war, weil ich werde die Bilder erstmal im Vorfeld ausdrucken müssen, zumindest ein paar davon, um sie präsentieren zu können. Weil das ist immer, das ist leider das Dumme, wenn ich jetzt zu Galerien gehe, und denen auf meinem iPad zeige, was ich mache, dann lachen die mich einfach nur aus. Du wirst einfach nicht ernst genommen. Es ist einfach so. Und wenn ich jetzt, und ich habe halt vor, die Bilder nicht nur auszudrucken, sondern quasi jeden einzelnen Ausdruck auch nochmal ein bisschen mit Acryl nachzubearbeiten und aus jedem Bild, was ich ausdrucke, halt wirklich auch einfach wieder ein Unikat zu machen. Ja, und das kann man dann halt einfach mal gewissen Leuten zeigen, die Galerien haben, und dann einfach weiter gucken. Aber da bin ich auf jeden Fall gerade schon mal dran, was halt eben auch eine Neuerung ist. So nah dran war ich bisher damit noch nicht. Ja, und ansonsten, was ist denn sonst noch so? Was kann ich dir noch erzählen? Ne? Ja. Ne? Ja, ansonsten lasse ich mir eigentlich gut gehen. Also ich merke, dass ich halt eben dadurch, dass das gerade kein Stress da ist, dass ich mir gerade keine Sorgen mache, sondern Vertrauen habe, dass das weitergeht und dass sich das weiterentwickelt und dann auch demnächst dann die Durststrecke wieder vorbei ist. Und wie gesagt, ich will mit meiner, ich habe überhaupt gar nicht die Illusion, damit stinkreich zu werden. Das ist auch nicht mein, geht mir nicht darum, was soll ich denn mit stinkreich? Das ist auch, ne? Ich brauche im Prinzip einfach nur im Moment das Geld, was im Monat, was ich zum Leben brauche. Das ist bei dem Betrag, den ich so brauche, locker unter der Steuergrenze, unter der, ne?
unterm Steuer oder innerhalb des Steuerfreibetrages, der hier in Spanien immerhin auch bei 750 Euro im Monat liegt. Da ist wieder ein kleines, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es ist direkt neben der Kamera. Nee, ihr könnt es nicht sehen, weil es im neuen, aber da sitzt wieder so eine Baby. Warte mal, kann ich euch mal zeigen hier. Oh, Bobbele. Bobbele. Komm jetzt mal her. Ich schnapp dich. Ich komm dich holen. Komm her. Komm mal von da. Komm her. Komm her. Komm, ich will dich zeigen. Oh, also weggesprungen. So eine Babymantis. So klein. Ja, sowas haben wir dann hier auch öfter mal. Ja, schade. Ich hätte es euch gern gezeigt. Aber auf TikTok, auf meinem TikTok-Kanal, da habe ich eine hier auf dem Arm sitzen. Ja, da konnte ich es zeigen. Ja. Vor allen Dingen gute Laune zu haben, ist gerade unbezahlbar. Bei dem ganzen Spökes, der da draußen los, nicht abgeht, ja? Sich nicht davon bekloppt machen zu lassen und nicht irgendwie in Angst zu geraten und auch von dem eigenen, also was jetzt so, ne, was ich euch eben so erzählt habe, davon auch nicht bekloppt machen zu lassen, sondern irgendwie die ganze Zeit so schön in meiner Mitte zu sein, dabei trotzdem kreativ zu sein. Also ich mache schon, ich nicht so, als würde ich den ganzen Tag rumsitzen. Ach ja, und ich habe halt eben wieder angefangen, und da hat mir jetzt letzte Woche auch die Yvonne sehr gut beihelfen können und auch Martha und Rüdiger, mal rauszukommen. Wirklich, ne, ich habe da ja mit angefangen. Ich hätte es gar nicht. Es ist so extrem schwer, wenn man sich einmal so mit sich selbst auch so gut parat kommt, ne? Und mit sich selbst auf jeden Fall immer in guter Gesellschaft ist. Selbst wenn man dann zwischendurch mal einsam wird, dann aber wieder unter Menschen zu gehen und sich daran zu erinnern, wie aufgeschlossen man früher mal war und sich daran zu erinnern, wie das war, so zu sein. Ist schon auch eine Herausforderung. Also das ist definitiv nicht einfach, aber es funktioniert. Und jetzt war ich heute eigentlich mit einer Tätowiererin verabredet, die Dreads hat auch, die ich vorgestern einfach angequatscht habe, wer ihre Haare macht. Und ich kriege hier immer dieselbe Antwort. Ja, jemand aus Deutschland, jemand, die ich eigentlich, also auf Mallorca, dreadet einfach keiner. Also wer Lust auf ein Leben im Süden hat, Dreader gibt's auf Mallorca nicht. Nur, dass es wisst, ihr Dreader da draußen. Ne, wir hatten dann die Idee, hey, lass uns einfach aneinander üben, damit wir es selber können, und im Notfall können wir es sogar noch anderen anbieten. Ja, war ich da, hat sie mich versetzt. Ja, das, ne, so geht es dann halt auch nicht. Und ja, egal, ne? Ich werde einfach die Nächste anquatschen oder den Nächsten, den ich sehe, der Dreads hat. Und ich werde auf jeden Fall ab jetzt immer auf jeden Fall schon meine Nadel mit, also meine Häkelnadel mit mir dabei haben, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Nur für den Fall, dass ich jemandem quasi instantan wenigstens schon mal einen Zopf wieder retten kann oder sowas. Und man da wenigstens einfach mit anfangen kann. Es ist ja nicht so, als würden hier keine Dreadheads rumlaufen. Aber jeden, den du fragst, gibt dir dieselbe Antwort. Ja, irgendwer von Nicht-Mallorca. Ja, schade. Ne? Ja. Ja. Was haben wir sonst noch zu erzählen? Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht.
Und dann haben wir dann auch noch hier im Pool immer schön. Das ist einfach total geil, einen Pool zu haben auf Mallorca. Wenn es im Sommer so warm wird, weil die Strände werden halt eben einfach schon wieder ziemlich voll gerade und dann macht das da gar nicht so viel Spaß, da abzuhängen. Und wenn man einen Pool da hat, wo man da von morgens bis abends reinspringen kann, ist das schon sehr geil, ja. Ja, ihr merkt, da kommt nicht mehr viel als Blabla. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie dienlich sein. Jetzt wisst ihr so, was ich so mache, womit ich beschäftigt bin, wobei und womit man mir vielleicht auch kurzfristig helfen kann, wo man mir auch langfristig helfen kann. Wenn ihr irgendwie Aufträge braucht, die langfristig, bin ich genauso gerne für zu haben. Ne? Also haut, also ich, wie gesagt, ich freue mich über Aufträge. Ist nicht so, als würde ich irgendwie was geschenkt haben wollen. Ja, und dann werde ich mich jetzt mal in mein Auto wieder setzen, das jetzt wieder ganz alleine mir gehört. Ich weiß jetzt schon, dass ich die Yvonne sehr vermissen werde. Das war eben schon komisch, auf der Fahrt zurück vom Flughafen wieder allein im Auto zu sitzen. Und dann war mir da gar, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie war das jetzt gar nicht so ein Drama für mich, dass sie mich da versetzt hat, weil ich mir, ja, und fährst wieder nach Hause zu dem Struppi zurück. Den Struppi hatte ich nämlich hier gelassen, weil ich mich gedacht habe, ich war halt vorher am Flughafen, das heißt, so eine 2 Stunden Autofahrt. Und dann noch da in Kalamio ein bisschen warten, bis 3 Uhr ist. Und dann noch 3 Stunden mit der Zeit, und das wäre, und die hätte der, ich hätte den Struppi in Kalamio nicht wirklich mit an den Strand nehmen können. Also habe ich ihn hier gelassen, weil hier hat er halt Bobbele und Lila, ne? Und das war definitiv besser aufgehoben. Aber ich habe mir halt auch eingebildet, dass er sich freut, wenn ich wieder da bin. Und bin dann einfach zu meinem Hündchen zurück nach Hause gefahren. Ja, fühlt sich hier halt eben auch genau so gerade an, zu Hause. Das ist einfach familiär hier gerade nochmal. Ja. So, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich glaube, dass ich da hinten das andere Mikro noch habe liegen lassen, was ich da hingelegt hatte, weil ich gedacht habe, ich springe nochmal im Pool, wenn der sauber ist, und mache mir das dann ab und schwimme dahin, wo die Kamera ist, und dann kann man das andere Mikro hören und so einen tollen Kram, alles so ein Nix ist wieder so gekommen, wie man sich gedacht hat. Ne? Hier könnt ihr meinen schönen Bauch nochmal bewundern. Bauchi-Bauch. Und dann verabschiede ich mich ins Wochenende. Nee, ist ja. Ich erzähle einen Scheiß, ne? Habt eine schöne Woche da draußen und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns nächste Woche oder so wieder. Tschüss. Watch out.